Weiter. Wir haben eine Ehe ausgelassen, das ist die Ehe mit Aisha radiallahu anha. Und das ist auch das, wo es diese Probleme gab. Ja? Die Heirat mit Aisha, das ist das, wo hier Frau Sommer oder Winter oder wie sie heißt, da, Susanne, wo die Susanne geredet hat. Ja, ich kenne sie nicht. Alhamdulillah. Jedenfalls geht es um die Heirat mit Aisha radiallahu anha. Und wir wissen, in dieser Heirat gibt es erstmal eine Meinungsverschiedenheit im Islam. Mit welchem Alter hat der Prophet sallallahu sie geheiratet? Die einen sagen mit 18, die anderen sagen, sie war 9 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Da denkt man, was? 9? Das Problem hier an der ganzen Sache ist, wir müssen erstmal gucken, welche Geschichte ist authentisch, die mit 18 oder die mit 9. Und ich habe eben schon gesagt, ich bin kein Versicherungsvertreter, der einem irgendwas andrehen will, sondern hier gibt es nur die Wahrheit präsentiert. Und die Wahrheit ist, diejenigen, die sagen, sie war 18 gewesen, beziehen sich auf Tarikh-Bücher, Geschichtsbücher, die unauthentisch sind. Und diejenigen, die sagen, sie war 9 zum Zeitpunkt der Ehe, beziehen sich auf Sahih al-Bukhari. Und Sahih al-Bukhari ist die authentischste Hadith-Überlieferung. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Man kommt dann mit diesem Begriff pädophil und hin und her. Als erstes, der Pädophile war vorher mit 50-Jährigen die ganze Zeit verheiratet. Da kam die Neigung anscheinend aber überhaupt nicht zur Geltung. Jedenfalls, als ich gehört habe, dass einige Leute sagen 18, man denkt sich dann natürlich sehr seltsam. Subhanallah, heute, nach 1400 Jahren, kommt plötzlich ein Muslim und der kommt genau mit dem Alter, wo die Frau plötzlich in der westlichen Welt volljährig geworden ist. Ist es nicht beeindruckend? Deswegen sage ich zu den Muslimen, wir sind keine Versicherungsvertreter, die den Leuten irgendein vom Pferd erzählen wollen, sondern bei uns gibt es die Wahrheit. So, aber was ich zur selben Zeit aussage ist, wenn man 9 hört, ja, wenn man 9 hört, dann muss man sich bewusst sein, dass das Heiratsalter und das Reifealter unter Frauen in den verschiedenen Epochen unterschiedlich war. Und dass man vielleicht ein 9-jähriges Mädchen, was in Österreich aufwächst, nicht mit einem 9-jährigen Mädchen vergleichen kann, was in Afrika aufwächst. Und dass man vielleicht ein 9-jähriges Mädchen, was heute aufwächst, nicht mit einem 9-jährigen Mädchen vergleichen kann, was zur damaligen Zeit aufgewachsen ist, wo die Lebenserwartung sowieso sehr niedrig wird. Und dann kommt natürlich jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Denn sobald man dieses Bild hört, 9 Jahre, kriegt man sofort das Bild von damals diesem Belgier Dutroux und Kinderpornoring und diese ganzen Dinge. Man hat sofort diese Dinge im Kopf. Nur ist das das, was der Realität entspricht. Ja? Denn wenn wir objektiv die Sache betrachten, und wir betrachten nur den Begriff Kinderschänder. Aus welchen Wörtern besteht der Begriff Kinderschänder? Der besteht aus 2 Wörtern. Der erste ist Kind oder Kinder. Der zweite ist Schänder. So, und dann fragen wir, wann ist jemand ein Kind? Beziehungsweise, wann ist jemand in der Lage zu heiraten, beziehungsweise eine geschlechtliche Beziehung zu haben? Und da gehen die Meinungen in der säkularen Welt auseinander. In England sagt man ab 18, in Frankreich ab 17, in Deutschland ab 16, in Italien ab 15, in Holland ab 12. So, das Alter geht auseinander. Wir sagen, wann ist denn das richtige Alter? Im islamischen Sinne. Der Islam sagt, das richtige Alter ist dann, wenn diese Frau die körperliche Reife erreicht hat. Das heißt, sobald sie die körperliche Reife erreicht hat, ist die Sache geklärt. Dann hat sie die Reife erreicht, um zu heiraten. Und biologisch wissen wir, das weiß jeder, dass eine Frau, wenn sie ihre Periode bekommen hat, nicht mehr als Kind gilt. In diesem Sinne. Auch wenn sie vielleicht noch ein Kind im Kopf ist, je nachdem. Aber sie gilt dann nicht mehr als Kind im biologischen Sinne. Und das ist das, was wir betrachten. Ja? So, dann. Wie gesagt, in den Gesellschaften ist es anders. So.
Jetzt schauen wir uns mal die Heirat von Aisha an mit dem Propheten, mit 9 Jahren. Der Heiratsvertrag wurde mit 6 Jahren abgeschlossen und mit 9 Jahren, sagt man, wurde die Ehe konsumiert. Aber wir waren auch nicht dabei gewesen. Wir wissen nicht, was ist passiert, als sie alleine waren, aber wir waren nicht dabei gewesen. Ja? Aber so sieht die Sache aus. Jetzt fragen wir, wie kann das sein? Was ist mit dieser Sache? Jetzt sagen wir, warum haben die gewartet von 6 bis 9? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Die Antwort darauf ist, weil sie gewartet haben, bis sie in die Pubertät kommt und ihren Bulur erreicht hat. Jetzt wird jemand sagen, warte mal, mit 9 Jahren? Mit 9 Jahren, das kann doch gar nicht sein. Wir sagen, woher haben wir die Information von 9 Jahren? Wo haben wir die Information? Wir haben die Information aus Sahih al-Bukhari. Und in demselben Buch Sahih al-Bukhari wird erwähnt, dass eine andere Frau mit 21 Jahren Oma war. Und wir brauchen gar nicht so weit zurückzugehen. Wir brauchen uns nur in der heutigen Welt umzusehen. In der heutigen Welt, ja, in dem heutigen Zeitalter vielmehr, sehen wir in Südamerika zig Frauen, die Mütter werden mit 10 Jahren, mit 9 Jahren, mit 8,5 Jahren. Es kommt vor. Und zwangsläufig sind sie natürlich dann schon geschlechtsreif, oder? Zwangsläufig. In Afrika, in Thailand ist ein Mädchen mit 9 Jahren Mutter geworden. Das heißt, in diesen ganzen warmen Ländern, sage ich mal, kommt es vor, weil wir wissen, dass die meistens die Geschlechtsreife früher erreichen. Und ich brauche noch nicht mal so weit zu gehen bis nach Afrika. Ich kann direkt in Deutschland bleiben. Und ich zitiere hier, und das kann jeder nachprüfen. Hier, Kölner Stadtanzeiger, 12.09.2002. Kölner Stadtanzeiger, 12.09.2002. Immer häufiger werden minderjährige Mütter, ist die Überschrift. Von die Expertin Gisela Gille von der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung, ÄGGF, sagt, einige Mädchen werden schon mit 9 Jahren geschlechtsreif. Das ist das, was sie sagt. Jetzt. Der Tagesspiegel, 9.09.2003. Überschrift Kinder von Kindern von Melind Theile. Der Sexualforscher Norbert Kluge sagt, der erwähnt in diesem Text, und das ist ganz normal, das weiß jeder, der sich mit Geschichte auskennt, dass dieses Heiratsalter und wann man Kinder bekommt, immer hoch und runter geht. Das heißt, du kannst gar nicht heute mit vor 1400 Jahren in Arabien vergleichen. Ist eine andere Kultur, ist eine andere Sitte und die Menschen sind unterschiedlich reif geworden. Jetzt, vor 1000, so hier, er sagt, Norbert Kluge sagt, im Jahre 2002, wir reden über Deutschland, gab es 20 Abtreibungen unter 10-Jährigen. In Deutschland. 20, Tagesspiegel, man kann es nachgucken, Internet, Google, Tagesspiegel 9.09.2003, Sexualforscher Norbert Kluge, 2002 gab es 20 Abtreibungen unter 10-Jährigen. Und dann sagt er, es gibt in diesem Bereich mit Sicherheit eine hohe Dunkelziffer. Das heißt, wenn das heute schon so ist, dass jemand reif sein kann, wie ist es dann erst damals? Jetzt wird jemand sagen, ja, warte mal, aber laut deutschem Gesetz ist das nicht erlaubt. Dieser Mann ist alt und sie ist jung und hin und her. Wir sagen, laut deutschem Gesetz oder laut europäischem Gesetz sind viele Dinge nicht erlaubt und später sind sie doch erlaubt. Beispielsweise in Schweden ist es erlaubt, dass ein Sohn mit seiner Mutter Geschlechtsverkehr hat. Ist nicht verboten. Weil nach dem Verständnis, nach dem säkularen Verständnis, ist das, was keinen Schaden zufügt, erlaubt. Die Mutter will, der Sohn will, wo ist das Problem? In Deutschland, und das konnte man in der Zeitung nachlesen, gibt es ein Pärchen aus Sachsen. Dieses Pärchen ist Bruder und Schwester. Sie haben 4 Kinder insgesamt. 4 Kinder, davon sind 2 gesund und 2 behindert. Und der Mann wurde in den Knast gesperrt für 1 Jahr. In Schweden wäre ihm das nicht passiert. Jetzt sind sie vor das Gericht gegangen und haben geklagt. Sie haben gesagt, wie könnt ihr uns verklagen? Meine Frau, meine Schwester will das, ich will das. Wo ist das Problem? Das heißt, aus diesem Verständnis heraus kannst du das nicht verbieten.
Natürlich, im Islam würden wir sagen, es ist verboten, weil Gott es verboten hat, Khalas. Kann keiner mehr diskutieren. Nur, wenn du zum Maßstab für etwas Verbotenes nimmst, dass du keinem anderen Schaden zufügst, dann kannst du es nicht verbieten. Dann kannst du es nicht verbieten. Und dann sagen wir, okay, in Deutschland ist jemand ein Kinderschänder, wenn er mit einem Mädchen zusammen ist, die 14 ist, die schon reif ist, die den Mann vielleicht gut findet, er ist 20, ja, und in einem anderen Land ist das vielleicht nicht so. Da heiratet jemand eine 14-Jährige, einen 30- oder 40-jährigen Mann. So, sie will ihn, er will sie, wo ist das Problem? Das heißt, über diese Regel lässt sich streiten. Über diese Regel lässt sich streiten. Das heißt, der Maßstab dafür ist im Endeffekt, gibt es einen Schaden. Denn wir sehen, in den meisten Fällen wird etwas verboten, was einen Schaden verursacht. Richtig? Das heißt, du weißt eine bestimmte Sache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehen würde und schlage den Menschen, der über mich hier geschrieben hat, ja, es würde ihm einen Schaden verursachen. Deswegen darf ich das nicht tun. Auch aus islamischer Sicht, weil der Islam sagt, la darara wa la dira. Er darf mir zwar einen Schaden zufügen, indem er mich schlecht macht bei den Menschen, ja, aber ich darf ihm keinen Schaden zufügen. Und kein Problem, kein Problem. Jedenfalls, wo man einen Schaden zufügt. Jetzt fragen wir, welchen Schaden hat Aisha radiallahu anha gehabt? Sie hat keinen körperlichen Schaden gehabt. Sie hat keinen physischen Schaden gehabt. Nichts. Im Gegenteil, was war sie gewesen? Sie ist durch diese Ehe die größte Gelehrtin, die größte gelehrte Frau des Islam geworden. Sie hat 88 Männer ausgebildet. Sie war eine Gelehrte zur damaligen Zeit in Mathematik, in Medizin zum damaligen Level, weil sie mit dem Propheten zusammen gelebt hat. Und zu den Weisheiten kommen wir nachher. Und sie war so selbstbewusst, dass sie sogar auf dem Kamel zur Schlacht mitgeritten ist. Und sie war so selbstbewusst, dass sie sogar mit dem Propheten Wettrennen gemacht hat und dass sie mit dem Propheten diskutiert hat. Warum dies, warum das? Manche Sahabis, Abdullah ibn Amr ibn As, die sagen, sie können den Prophet nicht beschreiben mit ihren Augen, weil sie sich so vor ihm geschämt haben. Aber sie hatte eine Beziehung zu dem Propheten, dass sie ihn gefragt hat, nach den Weisheiten von bestimmten Regeln. Und das ist eine Weisheit, warum er sie geheiratet hat. Das war der Begriff Kinder. Also Kinder ist ein Begriff, den wir weit dehnen können. Hier ab 18, dort ab 16 und so weiter, bei den anderen ab der Pubertät. Aber keiner kann für sich in diesem Fall im säkularen Verständnis den Absolutheitsanspruch nehmen, weil wir sehen, dass die Gesetze sich diesbezüglich ändern. Und in Deutschland beispielsweise hören wir immer Werte, Werte, die deutschen Werte. Welche Werte? Ich sage nicht, dass man keine Werte hat, aber man muss sich in Deutschland bewusst sein, dass in Deutschland noch nie so ein Wertewandel, dass es noch nie zu so einem Wertewandel kam wie in den letzten 100 Jahren. Dessen muss man sich bewusst sein, ansonsten ist man wirklich jemand, der so durch die Welt läuft. Vor 1974 war Homosexualität in Deutschland verboten. Vor 1974 war Homosexualität in Deutschland verboten. Heute kann man bald heiraten. Das heißt, wer sagt, ob was richtig ist? Vor 100 Jahren gab es in Deutschland getrennte Strände von Frauen und Männern. Heute ist das kein Problem. Heute gibt es FKK-Strände. Da läuft dann der Mann mit seinem Hut durch die Gegend und spielt Volleyball. Ja, so sieht die Sache aus. Das heißt, es ändert sich. Es hat keinen Absolutheitsanspruch. Aber wie kann man einen Mann kritisieren und Kinderschänder nennen, wo diese Frau die Pubertät erreicht hat und wo ihre Eltern einverstanden sind, wo der Mann einverstanden ist, wo die ganze Gesellschaft einverstanden ist und wo sie stolz darauf ist, mit diesem Mann verheiratet zu sein, wo sie diejenige ist, die den Islam verteidigt von seinen Frauen wie keine andere von seinen Frauen. Ist sie geschändet worden? Wo ist die Vergewaltigung? Weil wenn wir sagen Kinder, haben wir Kinder. Wenn wir sagen Schänder, was bedeutet Schänder? Vergewaltigung. Ich hab mal meine Oma gefragt, Oma Else. Ich habe sie mal gefragt, was ist ein Kinderschänder? Da meinte sie ja jemand, der ein Kind vergewaltigt. Dann habe ich gesagt, also wenn jemand eine 17-Jährige verheiratet, die ist ja noch minderjährig, ist sie dann ein Kinderschänder? Da meinte sie ja, nee, 17 ist ja kein Kind mehr. Hey, laut deutschem Gesetz, du bist minderjährig. Ja, aber die ist ja schon in der Pubertät. Aha.
Aha. Und was ist, wenn die 17-Jährige jetzt mit diesem Mann freiwillig eine Beziehung hat? Dann ist es weder Kinder noch Schänder. Und genauso ist es hier, nur dass die biologische Reife früher oder später einsetzt. Jetzt kommen natürlich die Gegenargumente. Jetzt sagen welche, nee, das stimmt gar nicht. Die ist gezwungen worden zur Heirat, weil in Bukhari, sagen sie, in Bukhari gibt es einen Ausspruch, wo drin steht, dass man die Frau zur Ehe zwingen kann. So, dann gehen wir zu Bukhari, das ist ein Quellenbuch im Islam, und dann gucken wir, was dort drin steht. Dieses Buch ist ein Buch, wo drin steht, der Prophet Sassam hat gesagt, der Prophet Sassam hat gesagt, der Prophet Mohammed Sassam hat gemacht und so weiter. Und zwischen den Kapiteln als Überschrift nimmt Bukhari manchmal Ausdrücke von verschiedenen Gelehrten oder von Gefährten. Und er nimmt hier eine Überschrift und sagt, es gibt einige Gelehrte, die sagen, dass wenn die Zeugen sozusagen gefälschte Zeugen sind bei der Ehe, weil wir brauchen zwei Zeugen, dass die Ehe trotzdem gültig ist. Wo steht hier was von Zwang? Das heißt, man sieht, wie die Leute versuchen, die Wörter umzudrehen. Hier steht nichts von Zwang. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn jemand beispielsweise zur Ehe gezwungen wird, der Islam sagt, der Prophet sagt, إِذَ أَرَادَ أَحَدُكُمْ يُزَوِّجُ إِبْنَتَ فَلَسْتَ مِرْهَا. Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, der soll das machen, mit ihrer Zustimmung. Eine Frau kommt zum Propheten, und beschwert sich, dass sie gegen ihren Willen verheiratet wurde, er abrogiert diese Ehe. Das ist ein ganz klarer Fall. Das ist eine ganz klare Regel. So, und er erwähnt hier nur, dass einige Lehrte sagen, die Ehe ist gültig. In welchem Sinne gültig? Im Sinne gültig, dass diese Ehe nicht als Unzucht gilt. Weil für Unzucht gibt es im Islam 100 Peitschenhiebe. Ja, wenn jemand beispielsweise mit jemandem schläft, dem er nicht verheiratet ist. Ist so. Wie gesagt, wir sind nicht in einem islamischen Land, hier wendet das keiner an und so. Aber das ist die Regel. Es gibt auch keine Selbstjustiz bei uns, dass jetzt jemand das Recht hat, ohne islamisches Gericht und so weiter die Sache durchzuziehen. Das wollte ich nur erwähnt haben. Aber das ist Islam. Wem es nicht gefällt, wie gesagt, wir präsentieren die Sache. Halas. Wem es gefällt, dem gefällt es. Und wem es nicht gefällt, sagen wir wieder, können wir immer noch mit einem Handschlag auseinandergehen. So, hier ist die Sache. Jetzt, man findet in der Heirat von Aisha keine Spur von irgendeinem Zwang, sondern dass sie stolz war. Jetzt kommen andere und sagen, ja nee, sie war aber doch noch ein Kind, weil sie hat gespielt. Wir sagen gespielt? Subhanallah, es gibt 50-jährige Männer, die spielen nur mit der Eisenbahn. Britney Spears, die hat ihren Osterhasen hier zu Hause im Dings, im Bett liegen. Oder ich weiß, Britney Spears vielleicht nicht, aber gibt genügend, glaub mir, gibt genügend Frauen, ja, 20 Jahre alt, die haben dann immer noch ihren Bär zu Hause, Bett, da geben sie ihm gute Nachtküsschen, dann legen sie schlafen. Stimmt's? Oder habe ich recht? Ja, ich kenne mich ein bisschen aus. So. Natürlich nicht alle Frauen, aber ist so, ist doch nicht so schlimm, ja. Also, ist nur eine Beobachtung, die ich persönlich gemacht habe. Alhamdulillah. Jedenfalls, es hat gar nichts zu sagen. Ja? Also, wie gesagt, wir haben jetzt was anderes. Zur damaligen Zeit, die größten Feinde des Propheten Mohammed Sassam waren wer? Die Quraysh, die Götzendiener in Mekka. Und jeder Vorwurf, jeden Punkt, wie sie den Propheten Sassam kritisieren konnten, den haben sie genutzt. Sobald er irgendetwas, auch nur im entferntesten Sinne, hätte er irgendetwas falsch gemacht, sie haben gesagt, Lügner, dies, das. So, warum sind diese Quraysh, diese Mekkaner, diese arabischen Götzendiener, nicht auf die Idee zu gekommen, zu sagen, glaub nicht an ihn! Glaub nicht an ihn, er hat ein Mädchen geheiratet, er ist ein Kinderschänder. Warum findet man davon keine Spur? Und er ist ganz öffentlich mit ihr verheiratet. Warum? Weil das in der damaligen Kultur eine normale Sache war. Ich habe schon gesagt, es gab Frauen, die waren mit 21 Jahren Oma. So, dann sagt er vielleicht, ja okay, die Araber, die haben auch ihre Mädchen lebendig verbuddelt. Dann sagen wir, kein Problem. Der Prophet hat in Medina gelebt, wo viele Juden gelebt haben. Warum finden wir keinen einzigen Juden, der gesagt hat, hey, glaub nicht an ihn. Er ist mit Aisha verheiratet. Keinen einzigen. Zur damaligen Zeit gab es Christen. Warum finden wir keinen einzigen Christen, der sagt, hey, der ist doch mit ihr verheiratet. Kein einziger. Kein Majuse, kein nichts. Das heißt, man kann gar nicht, wenn man das Gehirn einschaltet, kann man diese Situation überhaupt nicht mit heute vergleichen. Und wenn hier jemand sagt,
wenn hier jemand sagt, ja, und meine Rede nicht versteht, dass ich ja dazu aufrufe, mit Neunjährigen zu halten, oder was? Was war das? Der Innenminister nannte einen Vogel abartig. Das ist sehr abartig. Verteidigt Jews in arabischen Moscheen, deutschen Göttingen, im deutschen Göttingen, die Verheiratung neunjähriger Mädchen. Ich, Verheiratung, das heißt, wird gezwungen zu heiraten. Wenn du es so meinst, ich habe das nie verteidigt. Das, was ich verteidige, ist die spezielle Ehe von dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit der Frau, die den größten Segen für diese Umma gebracht hat. Und wenn man die historischen Hintergründe sieht und wenn man die biologischen Hintergründe sieht, würde ich gerne jemanden sehen, der mir hier mit einem Einwand kommen kann. Mit einem logischen Einwand, der sagt, dies beweist, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam kein Prophet war oder dass diese Ehe unberechtigt war. Man kann mich gerne darauf ansprechen, ich bin ja hier, ich bin für alles offen. Es gibt keinen Punkt, weil du kommst nicht mit Kind durch, du kommst nicht mit Gender durch. Diese ganze Sache ist weit weg. Und egal, ob man Müller, Meier, Schmitz, Winter oder Sommer heißt, man kann zu allen Leuten sagen, die diese Sache kritisieren, die sollen erstmal über den Tellerrand etwas hinausschauen. Dann zu der Ehe selber sagen wir ganz klar, dass diese Ehe überhaupt der größte Segen für uns als Muslime war. Denn diese Frau Aisha ist die Frau, die von allen Gefährten des Propheten, Männer wie Frauen, die am viertmeisten Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat. Du kannst dir heute kein Tafsirbuch, das heißt Erklärung vom Koran, du kannst dir kein Fiqh-Buch, das heißt wie man betet, wie man fastet und so weiter, du kannst dir kein Buch vorstellen im Islam, das nicht die Meinungen von Aisha radiallahu anha beinhaltet. Denn, dass er sie in diesem Alter geheiratet hat, hat auch noch einen anderen Vorteil. Denn in diesem Alter, und wir wissen das, hast du die beste Möglichkeit, viele Dinge auswendig zu lernen. Und dass sie so jung war, hat noch einen anderen Vorteil, dass sie nämlich mit ihrem Wissen lange lebt und in das Zeitalter der Tabi'in übertritt, wo das Wissen notiert wurde. Denn die Sahaba, radiallahu anhu, waren eher praktisch gewesen in der Verbreitung des Islams. Dann kam diese Epoche, wo das Wissen notiert wurde. Und das ist die Epoche von den Tabi'in, wo dann auch später Umar ibn Abdul Aziz kam. Rahimullah. Ja, das sind also diese ganzen Punkte. Und wir wissen daher, dass alles, was er macht, einen Sinn hatte. Und Aisha radiallahu anha hat 88 Gelehrte des Islam ausgebildet. Und ich denke, wer sie bemitleidet, der sollte lieber sich selber bemitleiden. Denn dies ist die Frau, die von allen Muslimen, von allen wahren Muslimen geliebt wird bis zum jüngsten Tag. Und die so stolz war, mit dem Propheten Mohammed s.a.w. verheiratet zu sein. Und deswegen frage ich mich, welches Recht irgendjemand auf der Welt hat, das zu kritisieren, was diese Frau wollte. Das sind die Worte.